Braunschweig. Die Autobahnpolizisten Saskia Heidmann und Marian Laudin sind auf der A2 unterwegs. Sie kontrollieren Lkw und sorgen für Sicherheit und Ordnung auf der Autobahn. Also auf der A2 fahren natürlich aus den östlichen Regionen viele Speditionen. Je weiter man Richtung Osten kommt, desto mehr sinkt auch so ein bisschen die Qualität der Transporte. Das sind alles Länder, die mit geringen Preisen aufwarten und dementsprechend auch weniger Wert auf zum Beispiel Ladesicherung, vollständige Technik legen. Und da haben wir schon die schwerwiegenderen Feststellungen. Die beiden entdecken einen osteuropäischen Lkw. Die Ladungssicherung macht einen schlechten Eindruck. Die schlabbern ganz schön die Gurte, ne? Ein paar davon. Hier der hier zum Beispiel. Schlabbert etwas. Ja, ein bisschen locker. Holzern da drunter. Vielleicht müsst ihr den einen Gurt mal nachziehen. Wollen wir denen das Essenhof mal sagen? Ja, aber. Der Lkw hat Betonteile geladen. Also uns ist jetzt aufgefallen, dass von den Spanngurten einige ein bisschen locker aussehen. Und jetzt müssen wir mal überprüfen, ob die überhaupt noch richtig festgezurrt sind, also die Ladung. Sah etwas merkwürdig aus. Die beiden ziehen den Lkw raus. Was sind da alle? Litauer. Boah, was ist denn mit ihm? Das ist immer so ein typisches Ding, wenn bitte Folgen angemacht wird. Manchmal können auch kein Deutsch, dann wissen die gar nicht, was da steht. Und dann könnt ihr bis 150 fahren. Ich kann jetzt auch nicht sehen, ob er blinkt. Ja, ja, er blinkt. Einfach schon. Schönen guten Tag. Deutsch, Englisch? Bisschen Deutsch. Könnt ihr mal den Motor ausmachen? Okay. Wir sind gerade an Ihnen vorbeigefahren. Ihre Spanngurte sehen ein bisschen locker aus. Wir haben die Dame an Bord und fahren am Auto. Wollten wir mal ein bisschen genauer gucken. Ja? Ja. Der Fahrer kommt aus der Ukraine. Der, ne? Der ist ein bisschen locker, ne? Okay. Gut, ich hätte gerne mal Führerschein, Dokumente, Ausweis, Passport, CMR-Lizenz. Die Ladungssicherung zeigt, hier stimmt etwas nicht. Im Grunde hat er nur den hier gesichert. Den hat er runtergezurrt, diesen einen hier. Ja. Und dieser, genau, dadurch, dieser dass flache das hier Winkel ist. Hier von diesem Brett, den kann er sich auch nicht Haare schmieren. Da müsste er ja 50 Gurte rüber machen. Er muss eigentlich, genau, er muss eigentlich der hier zwischen. Muss hier nach außen. Ja. Die schweren Bahnschwellen liegen nahezu ungesichert auf dem Auflieger. So wie er es jetzt gelegt hat, müsst ihr über jede einzelne Bahnschwelle einen Gurt rüberziehen. Dann wäre jede einzelne auch gesichert, weil dieser Balken hat ja den Sinn, auf die Fläche diese ganzen Bahnschwellen niederzuzonen. Aber über diesen Winkel schafft er das nicht. Dieser Balken müsste eigentlich hier außen sein. Und dann würde er über den Balken hier zwischen runterziehen. Dann hat er auch alle Schwellen sozusagen gesichert. Der Fahrer muss nachsichern, sonst bleibt der Lkw hier stehen. Wie viel Tonnage ist das denn? 24. 24? Können wir ausrechnen? Können wir gleich mal ausrechnen. Was ist denn Beton auf Holz für einen Gleitbreitwert? Ja. 0,3 würde ich jetzt einfach mal sagen. In Holz ist ja 0,3. Wir müssen 0,3. So, was haben wir für einen Zoowinkel? Ich guck mal, ob er 45 Grad. Der Gleittreibwert beschreibt den Rutschfaktor der Bahnschwellen auf der Ladefläche. Also wir hatten einen Lkw mit Stahlbeton. Es waren 24 Tonnen und die waren mit insgesamt 10 Spanngurten gesichert. Somit war diese Ladung eigentlich überhaupt nicht ordnungsgemäß gesichert und überhaupt nicht ausreichend gesichert. Wenn du das so niederzonen willst, hier mit diesen einzelnen, also immer mit niederzonen, ne, dann bräuchtest du eigentlich rein rechnerisch 60 Gurte. Bitte langsam. 60. Ne? Und da du hier 24 Tonnen drauf hast, müsstest du rein rechnerisch beim Niederzonen 60 Gurte darüber spannen. Und du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der Fahrer ist für die Ladungssicherung verantwortlich. Also ich weiß noch gar nicht, ob er so viele Spanngurte mit hat. Wir können ja mal gucken, wie viel er hat. Und dann schauen wir mal, wie er das sichern kann. Ja. Ich lasse ihn mal die ganzen Gurte rausholen. So, Meister,
Wie viele Gurte hast du denn? Wollen wir mal zählen? Wie viele Gurte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Hol mal alle raus. Wie viel? Mhm. Plus 10. 45. 45, der auch schon? Ja. Der auch? 35, 36, 37, 47. 47 Gurte. Hast du, sind das alle oder hast du noch mal das? Alle, 47 Gurte. Es fehlen 13 Gurte. Dann rufen wir deinen Chef an, der Kollege. Ja, irgendwen am Telefon, der übersetzen kann. Dass man zumindest mal ein bisschen Klarheit schaffen können. Keiner in der Firma, der Deutsch und Englisch spricht. Doch der Fahrer hat eine Idee, wie er die Ladung nachsichern kann. Ja, na klar, kann auch mit Ketten hinzuziehen. Die Ketten können natürlich deutlich mehr Kraft aufwenden als Spanngurte. Da müsste man gleich noch mal rechnen, wie viele er denn da braucht. Das habe ich gerade mal durchgerechnet. Das sind Ketten mit 6300 Dekanewton. Davon bräuchte er deutlich weniger. Schließlich meldet sich auch die litauische Spedition. Ist das jetzt Deutsch? Englisch. Englisch, okay. Hello, this is Highway Police. Hello. Yes, we got a little problem here. Are you the chef of the firma or? The manager, okay. Your driver is using Spanngurte. It's just 10 Gurte and he needs more. But he's got chains. And with the chains, he can secure the load. So I guess he's got 10 and by calculating, it's about 6 chains. So he's safe. I give you back. Der Fahrer muss mit einer Strafe rechnen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Er hat quasi die Ladung nicht ausreichend gesichert. Er hat sie zwar gesichert, aber nicht mit den richtigen Mitteln. Das ist eine Ordnungswidrigkeit von 60 Euro für den Lkw-Fahrer plus 25 Euro Gebühr, wäre dann also quasi eine Sicherheitsleistung von 85 Euro. Ja, hat aber Glück gehabt, dass er Ketten dabei hat. Ja, definitiv. Als Verantwortlicher muss der Fahrer das Bußgeld aus eigener Tasche zahlen. Das ärgert ihn. Das ist einfach so. Ich meine, das ist ja nicht zum Spaß. Soll ich dir das vorne auf den Sitz legen? Also hier, Kabine oder willst du es haben? Kabine? Gut. Alles klar, dann eine halbe Stunde, ne? Gut, bis gleich. Doch. Wir sind ja nicht auf dem Bazar. Viele Lkw-Fahrer verstehen nicht, warum sie jetzt ein Mandat bezahlen müssen. Dieses Mandat ist dafür da, um den Lkw-Fahrern einen Denkzettel zu verpassen. Geld tut weh und die Lkw-Fahrer lernen hoffentlich etwas daraus und machen es beim nächsten Mal besser. Viele wollen verhandeln, das Mandat dann sozusagen noch verkürzen. Wir sind ja nicht auf dem Bazar. Es gibt hier feste Regelsätze und die werden noch eingehalten. Das ist das Mandat. Ist Minimum. Kleiner geht's nicht. 60 Euro. Ne? Deine Daten. Ne? Hier sind wir. Das ist hier, was passiert ist. Ladungssicherungsverstoß 60 Euro plus Verwaltungsgebühren sind dann 85 Euro. Einmal Signatur da, da und da. Okay, hast du eine Karte dabei? So, einmal mit PIN. Karte. So, Dokumente, Fahrzeug, CLR, Lizenz. Finish. Tschüss. Tschüss. Der Fahrer hat die Fracht vorschriftsmäßig nachgesichert und darf seine Fahrt fortsetzen.